Achtung, hier ist am Start. Hier kommt Gabriel Wibmer aus Österreich. Der Osttiroler geht jetzt auf die 1,5 Kilometer lange Strecke. Rechtskurve kurz mal den Fuß abstellen müssen. Sehr viel geslidet, sehr viel gerutscht in dieser Kurve. Da kommen noch zwei von den Stück. Hier die nächste Rechtskurve, die nimmt er deutlich besser. Er, der ja aus einer Verletzung zurückkommt, meine Damen und Herren. Der österreichische Meister in der U17-Kategorie. Vor einer Woche hat er sich den Titel geholt und er gibt jetzt mächtig Gas. Jetzt will er es wissen. Wow. Ganz stark die Passage genommen. 3-0-1-0-4-8 gilt zu schlagen. Aber das geht sie aus. 2-59-29. Er knackt die 3-Minuten-Marke hier in Serfaus, fiss, ladis. Jetzt ist es geschafft, die 3-Minuten-Marke geknackt und die von keinem geringeren, nämlich vom Gesamtführenden der Tour von Gabriel Wibmer. Wow, die Kurve ist super schön genommen. Hier sehen wir nochmal, wie er das Bein abstellen muss in der Kurve, damit er nicht wegschmiert. Die erste Zeit am ganzen Wochenende unter 3 Minuten. For the first time this weekend. Geht da ein bisschen raus aufs Gras. Ein bisschen mehr Grip als auf dem staubigen Untergrund. Und dann nimmt er Platz. Gabriel Wibmer. Er momentan ganz oben, Platz 1. Jetzt kommt Tom Bonen aus Belgien. Tom Bonen, AMB aus Belgien.